Hallo, liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So, Freunde, was haben wir da auf dem Gabentisch? Ja, wir haben heute, glaube ich, was Besonderes auf dem Gabentisch zu stehen, und zwar aus Niedersachsen. Ratter, 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 was könnte das sein? Wolters? Herke? Ja, richtig, Herke ist es. Und zwar Jan Jubiläumsbier, das Herke 800 Jahre Peine, nämlich 1223 bis 2023. Und zwar das Peine Lagerbier. 800 Jahre, da ist es. Also eine schöne Jubiläumsflasche, naja, oder Fläschchen halt, ne? So sieht das aus. Hier oben auch mit der Kapsel. Und ich freue mich tatsächlich, das jetzt hier trinken und vorstellen zu dürfen. Ja, interessant. Also Herke hatten wir schon einige gehabt. Ich glaube, das war immer so eine Durchschnittsgeschichte, oder? Wir hatten ja wirklich viele schon von Herke. Ja, von Wolters hatten wir auch schon viele und. Da hatten wir wirklich immer eine Menge. Und ja, das ist mal was anderes. Vom Design her finde ich es auch irgendwie lustig mit der 800 da. Da gucken so Augen raus. So. Das erinnert mich so ein bisschen so an die alte C64-Zeit, oder? Schreibt es in die Kommentare. Ist das nicht so wie C64? Ich glaube schon. Ich finde es auf jeden Fall cool. Warte mal, hier Tasting Glass ist am Start. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal auf. Achso, ihr wollt ja auch wissen, was drin ist, ne? Also, was haben wir denn da? Wasser, Gersten, Malz, Hopfen. Und das Ganze hat 5% Umdrehungen und ist ein helles Lagerbier. Also, es wird ein bisschen milder, denke ich mal. So, ich mache mal auf. Offen ist es. So, mal ordentlich jetzt hier bei 800 Jahre. Da muss man ein bisschen Respekt zollen, nicht wahr? So, hier, guckt mal, ne? Kommt da ein bisschen Entspannungsverdampfung raus. Sehr schön, so muss das sein. Und ich lasse mal laufen. Also, 800 Jahre rinnen ins Glas. Oh, das ist ja richtig dickflüssig. Ich mache mal so einen mittleren Einschank. Also erstmal hier, so sieht das nochmal aus. Sehr, sehr schön. Und ja, so sieht das hier im Glas aus. Also wir sehen schon erstmal, wir haben es hier mit einem klaren, filtrierten Bier zu tun. Von der Blume her würde ich sagen, so knapp zwei Finger kriegen wir raus. Mittlere Pore etwa. Die Lamellenbildung ist ordentlich. Ich denke, man erkennt es ja ganz deutlich am Glas. Und von der Farbe her, und das überrascht mich jetzt so ein bisschen, und hier ist jetzt das Ringlicht, das neue, und ihr könnt es sehr, sehr gut erkennen. Also es ist schon ein bisschen dunkler, oder? Also das ist schon so ein kräftiges, dunkleres Getreidegold. So in die Richtung geht das rein. Und das finde ich doch schon mal ganz gut, muss ich sagen. Weil das sieht halt so saftig aus. Und wenn ich da so durchgucke, ja, schöne Perlanche ist da. Freunde, dieses Bier sieht fast perfekt aus. Ja, also dadurch, dass 800 Jahre ist, machen wir es einfach zu einem perfekten Bier. Ich gebe 6 von 5 / 6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. Sieht doch schon ganz lecker aus. Ne? Bisschen mehr Blume wäre noch schön, aber naja, komm. So, dann wollen wir es mal anschnuppern. Mhm. Eher ein bisschen dezenter vom Bouquet her. Eher so ein bisschen zurückhaltender. Aber durchaus würde ich sagen, würziges Getreide, das kommt schon so in die Richtung. Also das ist schon, ich will jetzt nicht sagen zeleral, das noch nicht, aber das ist schon so in die Richtung. Also sehr, sehr kernig, so, ja doch, kernig ist so das Richtige. Würzig, kernig, getreidig, so in diese Richtung. Durchaus also auch ein bisschen lieblicher. Aber eher sekundär. Also ist jetzt nicht so ein Bouquet, was einen sofort in die Nase schiebt. So boah, wui, also, so, wo ich immer sage, lecker, lecker. Das eher nicht. Ist also sehr zurückhaltend. So, lassen wir es mal da ein bisschen ruhen, ansonsten wird dem noch schwindelig, dem armen Bier. Was machen wir nun? Genau. Jetzt probieren wir es auch. Ihr Lieben, auf euch zum Wohle. Auf das Bier, ja, auf den Genuss, auf euch zum Wohle. Die 800 Jahre auf der Zunge zergehen lassen. Richtig Methusalem-Zeitalter. 800 Jahre, oder? Wäre cool, oder? Wenn wir so alt werden würden. Ich brauche noch ein bisschen, weil
ist denn das? Warte mal. Oh Gott, das ist aber wieder ein schwieriges Bier, oder? Das ist immer mal wieder schwierig hier. Also, Time for Magic. Freunde, wie sieht's aus? Fangen wir mal mit der Attribute an. Gemütlich oder dynamisch? Auch wenn dieses Bier hier nur 5% Umdrehungen hat und auch ein helles Lager ist, gebe ich aber trotzdem hier die Empfehlung raus, das Bierchen hier als gemütliches Bier zu behandeln und zu trinken, weil für ein dynamisches Bier fehlt dem etwas. Da fehlt dem einmal so dieses Erfrischende, das Spritzige und auch das Leichte. Das fehlt, um ein dynamisches Bier sein zu können. Das heißt, dieses Bier hier, das ist wirklich ein gemütliches Bier, obwohl es eigentlich gar nicht von seinen Eigenschaften, von den Attributen her erahnen lässt, wenn man sich es anguckt, was auch drin ist. Ne? Die 5% ist ja nun auch nicht so viel. Helles Lagerbier generell immer ein bisschen milder. Wie komme ich also auf die Idee, dieses Bier als gemütliches Bier zu empfehlen? Ganz einfach, weil hier sind wirklich Aromaspitzen drin, die sich jetzt aber nicht so, ich sage jetzt mal, klassisch filigran präsentieren, so wie wir es vielleicht bei manch Craft Beer herkennen oder auch in der letzten Zeit, gerade bei den leckeren Ales, die ich getrunken habe, ganz voran natürlich hier die West Coast IPA, was wir neulich erst hatten, Paradebeispiel. Sowas nicht. Das hier geht eher in eine andere Richtung. Ja, vielleicht spielt auch die Psyche jetzt eine Rolle. Ich sag mal so, es ist wesentlich rustikaler. Und ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt in die Kommentare reinschreibt, dass ihr ähnliche Erfahrungen gesammelt habt, dass es für ein helles Lagerbier doch schon ziemlich urig, würzig, schwer, rustikal, robust schmeckt, oder? Also das ist erstmal so schon mal, was mich so ein bisschen verwundert hat, weil ich gerade auch bei Herke oder so, ich hätte jetzt gedacht, so gut, das ist jetzt hier so ein bisschen was ja, leichteres, milderes halt, ne? So, wo man immer sagt, so komm hier, zack und weg ist es. Nee, weit gefehlt. Also das ist ganz klar gemütliches Bier. So, damit aber nicht genug. Wir haben Aromaspitzen und die präsentieren sich schon Malzkörper betont. Also das ist natürlich wieder klassisch. Ne? Ich schenke nochmal kurz nach, um ganz sicher zu sein, weil das ist wirklich würzig. Das ist... Hier spielt ganz viel im Malzkörper ab. Also das ist wirklich süß. Es ist ein sehr süßes Bier. Das ist eine richtige Malzkörpersüße. Wenn man was ist ein Malzkörpersüße? Trink dieses Bier, dann weißt du, was Malzkörpersüße ist. Ja, das ist schon, das kommt schon nah ran. Wenn du jetzt noch andere Malzsorten verwenden würdest, dann wäre das schon wirklich sowas wie so ein Maximalz oder so, sowas in diese Richtung. Dementsprechend ist es dann auch getreidig, aber das riechst du auch genauso raus. Und da spielt sich eigentlich bei diesem Bier alles ab. Das ist so wirklich das, was fokussiert ist. Das ist das, was du auf der Zunge als Geschmack hast, als Aromaspitzen hast. Genau das sind so dieses Profil, wenn du so willst, was sich da geschmacklich abzeichnet. Interessant ist jetzt aber noch, und das kommt dazu, das ist dann die Textur. Und die ist wirklich so, wie das Bier auch aussieht. So ist es dann auch auf der Zunge. Es ist also wirklich ein sehr saftiges Bier und ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber bei 5% da sind die eigentlich nicht so dick. Das ist ein richtig dickes, cremiges, saftiges Bier, wie ich finde. Und dadurch kriegt das auch so diese Stabilität, diesen, wie sagt man so, das, was man eigentlich von einem Bockbier her kennt, sowas, ja. Diese Kräftigkeit so, obwohl es eigentlich sehr leicht ist. Also das ist total so, das täuscht die Sinne, ja, das ist Wahnsinn. So, und dann passiert noch was, und zwar hinten im Abgang, da ist tatsächlich auch noch was ich auch besonders finde, weil, das hätte ich jetzt bei Herke nicht erwartet, ist sogar noch hier schön die Hopfenfloralität im Nachhall deutlich spürbar. Das heißt also, wenn sich das Bier, wenn du es runtergeschluckt hast, damit der Speichel Neuproduktion verbindet, dann merkst du schon, krass, da ist ja noch so ein bisschen Hopfenaroma. Da hast du ja wirklich noch so einen leichten Aromahopfen drin. Ich habe keine Ahnung, was die hier gemacht haben, ob das jetzt ein Sondersud ist, wovon ich einfach mal ausgehe, dass sie sich hier besonders Mühe gegeben haben. Vielleicht ist es auch das Standardbier und da ist da nur ein Brinkel Zucker mehr drin. Ich habe keine Ahnung, was die da gemacht haben, aber dieses Bier, das schmeckt wirklich gut. Es ist jetzt für mich persönlich, subjektiv, ja, jetzt nicht mein Lieblingsbier.
Bierstil. Ihr wisst, da bin ich momentan voll auf dem IPA drauf. Ne? Ich brauche es fruchtig, tropisch, so in die Richtung, ja, Südsee. Aber das ist trotzdem gut. Das kann ich, glaube ich, bei allen Bieren, die ich bisher getrunken habe, so schon beurteilen, dass das von der Qualität her ein super Bier ist. Da hat sich einer Gedanken gemacht. So, jetzt will ich aber die Kirche auch im Dorf lassen. Also eine Krone-Bewertung rotzig jetzt nicht raus, ne, ist klar. Aber trotzdem kriegt das eine hohe Benotung. Und ich muss wirklich sagen, das ist ein süffiges Bier. Ich könnte mir das vorstellen, gerade weil es auch nur 5% hat, dass einen ganzen Abend so da, weiß ich nicht, hockst du da in Peine da am Lagerfeuer oder was, an irgendeinem Baggersee und kippst du da so ein, dann in eine Runde rum und dann machst du einen netten Abend, oder? Einen Kasten da oder zwei Kästen davon, oder? Ist doch gesellig. Ich finde, es ist ein geselliges Bier. Das macht Spaß zu trinken. Hey, 800 Jahre auf Peine oder so. Ne? Grüße ich mal die ganzen Leute aus Peine hier. Den Marcel, den Matthias, den Timo, die Jenny. Alle da erstmal gegrüßt hier. Ne? Die Leute aus Peine. Freunde, hier, ich wünsche euch was. Wir müssen das jetzt bewerten, ganz klar. 5/5/6 möglichen Punkten ist es mir wert. Ich wollte mich gerade noch drücken und schon vorher verabschieden. Nein, die 5 Punkte sind safe und daher, Freunde, ich bin draußen. Ich kümmere mich jetzt um das Bier. Bis dahin, ciao, der Biersüffler.